Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier zu meiner Tutorial-Reihe zu Victoria 3. Nachdem wir uns zuletzt ausführlich mit Wirtschaft, Handel und Industrieaufbau beschäftigt haben, können wir das jetzt so ein bisschen beiseite schieben und uns einem neuen Thema widmen, einem neuen größeren Thema. Und das ist die Politik im engeren Sinne. Also ja, Interessensgemeinschaften, Parteien, Gesetze, wie verändert sich die Gesellschaft? Und das möchte ich in drei Folgen abhandeln. Die erste Folge, diese hier, soll sich um die Interessensgruppen kümmern. In der zweiten Folge soll es darum gehen, wie diese Interessensgruppen oder wie man mit diesen nun das Land verändert, Gesetze verändert, wie diese Prozesse laufen. Und in der dritten Folge geht es so ein bisschen um den Ausnahmezustand, also um Radikalisierungen, was es da alles gibt, was da man dagegen machen kann vielleicht, wo man überhaupt sehen kann, warum es Radikale geht und so weiter. Fangen wir an mit dieser Folge logischerweise mit den Interessensgruppen. Also, was sind Interessensgruppen? Im Prinzip gibt es Menschen, wir wissen ja in eurem Reich, in eurem Staat, und die haben unterschiedliche Interessen und diese artikulieren sie über diese Interessensgruppen. Das müssen noch nicht Parteien sein. Wenn man einen Parlamentarismus hat, ein parlamentarisches System, dann etablieren sich daraus Parteien. Aber wenn man das nicht hat, dann gibt es die auch. Und man kann sich das so vorstellen, historisch, als wären das Ständeversammlungen, Ständevertreter. Aber selbst in autokratischen, selbst in faschistischen oder kommunistischen Systemen gibt es auch innerhalb solcher Systeme verschiedene Interessen, die sich auf ja, undemokratische Weise, aber immerhin auch irgendwie artikulieren. Und all das repräsentiert dieses System der Interessensgruppen. Wichtig ist erstmal zu verstehen, also das Ganze geht wie immer von euren Menschen aus und wichtig ist zu verstehen, dass erstmal nicht alle eure Menschen, eure Bevölkerung politisch aktiv sind, sich politisch beteiligen, also sich über Interessensgruppen artikulieren. Ihr bekommt einen ganz guten Eindruck davon, wenn ihr hier in diese Bevölkerungsübersicht geht, dann seht ihr eure Gesamtbevölkerung. Das ist übrigens jetzt mal ein Spielstand mit Belgien ein bisschen fortgeschritten, weil man da ein paar Sachen besser zeigen kann. Und ihr seht politisch beteiligt 1,94 Millionen von 7,55 und politisch inaktiv 5,6 Millionen. Allerdings muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Hier hinter diesem politisch Inaktiven verbergen sich im Groben nochmal zwei verschiedene Gruppen. Und zwar einerseits Menschen, die theoretisch aktiv sein könnten, allerdings einen zu geringen Lebensstandard haben und zu wenig gebildet sind oder auch zu wenig alphabetisiert sind. Das ist sozusagen die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist die, die sich nicht beteiligen darf, weil sie nicht die politischen Rechte hat. Also Frauen, teilweise auch Alte, wobei das nicht mit Rechten zu tun hat, aber die spielen da auch mit rein, und unterdrückte Minderheiten. Also das darf man, da muss man ein bisschen aufpassen, das verschleiert diese Zahl etwas, deswegen ist die auch zu hoch. Okay, also wir fassen zusammen, es gibt eine Gruppe von Menschen, also je reicher Menschen sind, also je höher der Lebensstandard und je gebildeter sie sind, umso politisch aktiver werden sie. Wenn man sich die detaillierte Liste eurer Pop-Gruppen jetzt hier mal aufklappt, dann seht ihr hier immer bei den verschiedenen Berufsgruppen zwei Symbole. Und so wie ich das interpretiere, das wird leider schlecht dokumentiert, ist immer das erste Symbol das, ja, was das Relevanteste ist. Und ihr seht, die meisten Bauern sind politisch inaktiv, die Arbeiter auch, die Büroangestellten auch. Und die zweite Symbol ist dann quasi das Zweitwichtigste, also die Interessensgruppe, die am zweitwichtigsten sind. Das heißt, wenn Bauern politisch aktiv sind, was selten ist, dann sind sie Landbewohner. Man kann das auch noch aufklappen und dann sieht man das hier. Hier haben wir zum Beispiel einer, der wohl Landbewohner hauptsächlich ist. Ihr seht aber auch, wenn ihr hier rüberfahrt, dass die nicht alle nur Landbewohner unterstützen, sondern ein paar sind auch Unterstützer der Streitkräfte, der katholischen Kirche und so weiter. Das ist die nächste wichtige Erkenntnis. Wir gehen mal hier zu etwas reicheren und gebildeteren Pops. Ihr seht zum Beispiel, bei den Akademikern gibt es kaum politisch Inaktive. Hier ist eine Gruppe, aber das sind auch nur drei aus Flandern, die arbeitslos sind. Okay, also der Rest, das sind alles Intellektuelle. Und auch hier können wir mal gucken, von denen sind 62% Intellektuelle, 17% Kleinbürger, 12% Gewerkschafter. Also es ist nicht immer super homogen, das ist wichtig. Okay, also wir haben Leute, die inaktiv sind, je reicher sie sind oder je wohlhabender sie sind und je gebildeter sie sind,
umso mehr werden sie aktiv und ordnen sich einer Interessensgruppe zu. Allerdings gibt es leider nirgendwo eine Übersicht, ab welcher Grenze sie aktiv werden, also ab welcher Lebensstandardgrenze, ab welcher Alphabetisierungsgrenze, habe ich nirgendwo gefunden. Es mangelt da mal wieder an Übersicht und damit auch in gewisser Weise an Berechenbarkeit. Okay, so, ich will euch kurz sagen, also zu dem zweiten Punkt, was die Rechte betrifft, hängt wieder vieles von den Gesetzen ab. Thema Frauenrechte. Also zum Beispiel, wenn ihr maximale Frauenrechte habt, Frauenwahlrecht ist das, dann habt ihr zum Beispiel hier einen Wert plus 33% Angehörigenmündigkeit. Das heißt, in dem Moment werden viel mehr Frauen politisch aktiv und ordnen sich Interessensgruppen zu. Also, wenn sich eure Gesellschaft verändert, über die Gesetze verändert sich auch die politische Zusammensetzung des Ganzen. Das Gleiche betrifft so minimal sogar alte Menschen. Wenn ihr Altersrenten aktiviert, habt ihr hier auch eine 2%ige Angehörigenmündigkeit, die ansteigt. Also da gibt es noch ein paar Komponenten, die das dann eben entsprechend beeinflussen. So, jetzt natürlich die große Frage. Ich habe euch ja schon einen Hinweis gegeben. Wie wird festgelegt, welche Pops welche Interessensgruppen unterstützen? Meiner Erfahrung nach ist das Hauptkriterium tatsächlich der Beruf. Aber ich habe euch schon gezeigt, das ist keine, ja, das passiert nicht immer so, sondern da gibt es halt auch Differenzen und das Ganze ist viel heterogener. Aber der Beruf ist schon ein wesentlicher Faktor. Also ihr seht es, Bauern hier, Landbewohner, Arbeiter eher in Richtung Gewerkschaften und so weiter. Das kann man nicht immer so eindeutig zuordnen. Es gibt manchmal auch je nach politischer Situation verändert sich das, aber so grob hat man so ungefähr eine Vorstellung, dass zum Beispiel Kleriker die Kircheninteressensgruppen unterstützen. Wobei hier sind sie eher Landbewohner. Also ihr seht, es gibt Abweichungen so grob. Auch hier zählt wiederum ihr persönlicher Lebensstandard und die Alphabetisierung sind auch noch Kriterien. Aber auch hier gibt es keine wirklich hundertprozentige Übersicht, warum wer wen unterstützt. Also es gibt sowas, ich zeige euch das kurz. Wenn ihr bei den Kapitalisten oder wenn ihr irgendwo reingeht und bei der Popgruppe mal guckt, dann seht ihr hier eine Anziehung, 65%. Und dann kann man rübergehen. Okay, die Industriellen, die Kapitalisten haben eine Anziehung zu den Industriellen wegen Kapitalistenberuf plus 200. Aber hier sind auch 24% intellektuell und haben hier eine Anziehung Kapitalistenberuf plus 50, eine hohe Alphabetisierung, dann der Kanzler ist beliebt und so weiter. Also ja, fragt man sich, warum gilt aber für die jetzt die Kapitalistenberufanziehung von plus 50 und nicht wie hier von plus 200? Also das sagt irgendwie noch nichts aus, warum wer wen unterstützt. Das bleibt so ein bisschen im Dunkeln, ist vielleicht aber auch gar nicht schlimm, weil in der Realität weiß man das auch nicht so genau. Und häufig ist das auch ein bisschen irrational. Und es gibt viele Menschen, die unterstützen Parteien, die eigentlich gegen ihre Interessen arbeiten. Und das gibt es in diesem Spiel auch. Also damit muss man einfach leben. Wichtig ist, dass man das Grundprinzip verstanden hat. So, jetzt gehen wir aber mal zu so einer Art Übersicht der Interessensgruppen. Insgesamt, ja, hier sieht man das vielleicht ganz gut, insgesamt gibt es 8 verschiedene, die vom Grundtyp in jedem Reich gleich sind, aber sie können vom Namen her ein bisschen variieren und tatsächlich auch von den Ideologien. Aber im Kern sind es eben die Industriellen, die Intellektuellen, die Gewerkschafter, die Streitkräfte, die Kleinbürger, die Landbewohner, die Grundbesitzer und die Kirche. In diesem Fall die katholische Kirche, aber das kann natürlich auch je nach Religion was anderes sein. Und wie gesagt, in manchen Ländern heißen die auch hier komplett anders. Ich glaube, es gibt noch irgendwo einen Ausnahmetyp, das weiß ich aber nicht genau, aber das sind so die Haupttypen. Okay. So, wie kennzeichnen sich diese jetzt? Also was macht eine Interessensgruppe eigentlich aus? Wie unterscheidet sie sich von anderen Interessensgruppen? Gut, das Wichtigste, würde ich mal behaupten, sind die Ideologien. Das sind hier diese 3 oder ich glaube, sind es auch manchmal 4, naja, auf jeden Fall diese roten Symbole hier. In diesem Falle die Industriellen plutokratisch, laissez-faire und Individualisten. Und diese Ideologien, die kennzeichnen, wie die Interessensgruppen zu bestimmten Gesetzen oder Verfassungsrechten stehen. Also als Beispiel, hier plutokratisch bedeutet, sie billigen Oligarchie und Klassenwahl, finden Kopfsteuern gut und koloniale Ausbeutung,
finden aber allgemeines Wahlrecht doof oder in Räterepublik oder in Stufensteuern und verhalten sich neutral gegenüber anderen Dingen. Also das wird über diese Ideologien kombiniert, ne? Also diese drei zusammen. Das ist bei jeder Interessensgruppe anders. Manchmal gibt es Überschneidungen. Hier haben wir zum Beispiel eine, die hat sogar vier Ideologien. So, was es dann noch gibt, ist, dass Interessensgruppen Anführer haben. Die Anführer sind tatsächlich ziemlich wichtig, denn erstens hat ein Anführer eine, hoffe ich mal, eine Sonderideologie. Hier haben wir zum Beispiel einen Reformer. Und der, solange der Anführer ist der Interessensgruppe, hat also die gesamte Interessensgruppe nochmal eine zusätzliche Ideologie, die tatsächlich einiges verändern kann. Da gibt es ganz skurrile Kombinationen. Also ist es zum Beispiel denkbar, dass manchmal Intellektuelle Monarchisten sind, obwohl sie normalerweise eigentlich republikanisch sind. Das ist dann so eine Spezialität eines Anführers und der kann dazu führen, dass ja, die Innenpolitik sich doch ein bisschen anders entwickelt, als man denkt. Also darauf müsst ihr ein bisschen achten. Also zum Beispiel hier haben wir jemanden, der kulturelle Ausgrenzung eigentlich billigt, obwohl er als Liberaler normalerweise neutral eingestellt ist dem gegenüber. Also das ist zum Beispiel hier eine Veränderung durch diese Reformereigenschaft. Die Anführer sind außerdem noch wichtig, weil sie Charaktereigenschaften haben, die stark die Bedeutung der Interessensgruppe verändern können. Also ihr müsst dann immer gucken, als Anführer einer Interessensgruppe, zum Beispiel hier plus 5 politische Stärke und hier plus 5 Interessensgruppen-Pop-Anziehung. Also das zum Beispiel führt dazu, dass Pops, also dieser Faktor, dass Pops zum Beispiel gerne die Intellektuellen unterstützen, wenn es hier so eine Anziehungsbonus gibt. Was politische Stärke ist, dazu kommen wir noch. Politprofi bringt auch nochmal plus 5% politische Stärke und psychologische Gebrechen bringt nur reduzierte Beliebtheit. Beliebtheit wiederum ist auch relevant für Pops, ob sie denen folgen. Also zum Beispiel, wenn es super beliebte Anführer gibt, kann es sein, also dass eine Interessensgruppe ja sehr stark plötzlich wird und viele Anhänger bekommt, obwohl, wie schon erwähnt, die Interessensgruppen möglicherweise gegen eigentlich die Interessen dieser Bevölkerungsschichten läuft. Also da ist sehr viel Dynamik drin. Das will ich damit sagen. So, der nächste sehr, sehr wichtige Punkt ist gewissermaßen die Stärke der Interessensgruppe. Und das wird hier über diesen politischen Druck simuliert. Der politische Druck ist im Prinzip am Ende die politische Stärke der Pops, der Menschen, die dahinter stehen, die sie unterstützen. Allerdings ist das nicht einfach nur eine reine Quantität, sondern das wird modifiziert. Und allgemein ist es so, der wichtigste Wert ist auch hier der Reichtum bzw. der Lebensstandard am Ende. Also je besser es den Leuten geht, umso höher ist ihr politischer Druck. Darüber kann man jetzt streiten, ob das eine richtige Simulation ist, aber hier ist es so simuliert. Also das ist der Hauptfaktor. Allerdings gibt es dann noch einen zusätzlichen Faktor, und zwar in dem Moment, wo ihr Wahlen habt. Wahlen kommen ins Spiel, ja, wenn ihr irgendein parlamentaristisches System habt. Das erkläre ich noch im nächsten Video. Und dann wird das nochmal modifiziert. Also ihr seht hier, politische Stärke insgesamt 8,18 Millionen. Davon kommt der Hauptteil über Wohlstand. Und das ist dann wieder definiert hier, durchschnittlicher Wohlstand 16 und das führt dann zu so einem so Wert X pro politisch aktiven Pop, ist aber irrelevant. Auf jeden Fall, durch Wohlstand der Pops gibt es diesen Wert und dann politische Stärke von Stimmen bei einer Wahl kommt nochmal hinzu. Also das wird darum noch modifiziert und das zusammengerechnet wird dann wiederum noch modifiziert um die schon erwähnten Anführereigenschaften, um andere Modifikatoren, zum Beispiel welche Institutionen im Land ihr habt, sodass dann diese politische Stärke hier rauskommt und im Prinzip wird die politische Stärke aller Interessensgruppen dann zusammengerechnet und daraus ein Prozentwert gemacht und das ergibt diesen Prozentwert. Und wenn man sich das jetzt in der Übersicht anschaut, sehen wir, also das sind die stärksten hier im Lande. Danach kommen die Industriellen und hier seht ihr die anderen politischen Stärken. So, diese politische Stärke hat jetzt diverse Auswirkungen, aber auf die Interessensgruppen direkt
Na, das verschiebe ich mal kurz. Ich rede erstmal über Zustimmung. Neben der politischen Stärke ist also noch die Zustimmung ein relevanter Faktor. Und das sagt einfach aus, wie zufrieden ist die Interessensgruppe mit der aktuellen Politik. Vor allem, das ist der wesentliche Teil, mit den aktuellen Gesetzen, die ihr beschlossen habt. Und das wird dann eben definiert durch die Ideologien, also ob sie zustimmen oder es ablehnen. Und mit den aktuellen Gesetzgebungsverfahren, also die gerade laufen, dazu kommen wir später noch, das hat einen hohen Anteil an der Zustimmung. Allerdings nimmt das dann auch wieder ab, wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Man kann hier rüberfahren und dann sieht man die Faktoren, also die billigen alle möglichen Gesetze. Hinzu kommt, es gab hier eine Gesetzesänderung kürzlich, Wechsel von Monarchie auf Parlamentarische Republik, fanden sie toll. Außerdem findet der Anführer wiederum auch noch eine Veränderung toll. Die kommt hier noch mit dazu. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, Loyalisten. Es gibt loyale Bevölkerung und radikale. Und loyale Bevölkerung, die zu dieser Interessensgruppe gehören, die erhöhen auch nochmal die Zustimmung. Wenn dazu Radikale gehören, dann reduzieren sie die Zustimmung. Haben wir hier mal eine Interessensgruppe, die minus ist, ja, die Kleinbürger, dann sehen wir es. Die finden keine Polizei doof, keine Migrationskontrollen doof, finden jetzt die Parlamentarische Republik doof, den Wechsel. Aber trotzdem sind sie relativ loyal, deswegen ist das alles noch handhabbar. Die katholische Kirche, die ist richtig wütend. Hier gibt es aber noch eine Anführereigenschaft, Bandit und so weiter. Ja, also ihr seht viele Modifikatoren, aber wichtig ist, es gibt einen Wert. Und dieser Wert, der spielt jetzt nochmal eine Rolle, und zwar ob bestimmte Eigenschaften aktiviert werden, die einem zusätzliche Boni oder Mali geben. Es gibt immer zwei positive Eigenschaften und eine negative Eigenschaft. Und ob sie aktiviert wird, seht ihr, wenn das hier erleuchtet oder eben, wenn sie inaktiv ist, ist ausgegraut. Die Basiseigenschaft, in diesem Falle Avantgarde bei den Intellektuellen, reduziert die Technikforschungskosten. Die wird aktiviert, wenn man hier mindestens plus 5 hat. Und dann gibt es noch so eine Bonuseigenschaft, die wird aktiviert, wenn man mindestens plus 10 hat an Zustimmung. Hier Propagandisten plus 100% Migrationsanziehung. Es gibt aber auch eine negative Eigenschaft, in diesem Fall Sozialkritik, würde man minus 20% Prestige bekommen. Das wird aktiviert, wenn es hier minus 5 oder weniger ist an Zustimmung, wenn die also schlecht gelaunt sind. Und dahinter verbergen sich wirklich, also bei jeder Interessensgruppe andere Eigenschaften, aber das sind mächtige, wirklich mächtige Boni, die man dort erhält. Und insofern lohnt es sich zu schauen, wie kriegt man die Zustimmung der Interessensgruppen, die man haben will, was die Boni betrifft, möglichst hoch. Das kann sehr wertvoll sein. Zum Beispiel kann auch eine Rolle spielen beim politischen Druck und ich glaube auch bei der Zustimmung, ob man Generäle aus einer bestimmten Interessensgruppe hat. Und da gibt es wirklich viele Faktoren. Ja, und jetzt kommt noch was hinzu. Wenn eine Interessensgruppe mächtig ist, und mächtig bedeutet über 20% politischen Druck hat, dann verdoppelt sich dieser Bonus nochmal. Also normalerweise hat Avantgarde nur minus 10% Technikkosten, aber weil sie mächtig ist, sind es minus 20%. Oder Propagandisten haben, glaube ich, normalerweise nur 50%, jetzt 100%. Aber auch die schlechte Eigenschaft verdoppelt sich, wenn die Interessensgruppe mächtig ist. Also wenn mächtige Interessensgruppen erzürnt sind, dann ist es besonders unangenehm. Das ist also nochmal ein wichtiges Zusammenspiel. Ja, zu guter Letzt, wie kann man das Ganze jetzt für sich ausnutzen? Also es ist natürlich so, man möchte sein Land ja in eine gewisse Richtung entwickeln. Man hat ja ein Vorhaben. Das muss nicht immer irgendwie liberal und aufgeklärt sein. Man kann ja auch autoritäre Systeme spielen, wenn man das möchte. Und dementsprechend möchte man eigentlich hier bestimmte Interessensgruppen haben und stark haben und manche nicht haben. So, und ich erwähnte ja schon, ein Aspekt ist eben der, dass man versucht, diese Bevölkerung und die Berufsgruppen so ein bisschen zu managen. Das geht allerdings nur begrenzt aus meiner Erfahrung. Also was natürlich möglich ist, zum Beispiel Kleriker. Wenn man die nicht haben will, wenn man die Kirche nicht haben will, dann kann man bei bestimmten Produktionseinstellungen, also zum Beispiel bei Regierungsgebäuden war es, glaube ich, wir gucken mal, bei Regierungsverwaltung, da gibt es zum Beispiel einen Verwaltungsklerus oder eine säkuläre Verwaltung. Hier schmeißt man dann einfach die Kleriker raus und macht eine säkuläre Verwaltung. Dann gibt es weniger Kleriker im Land und dementsprechend wird auch die
die Kirche weniger unterstützt. Es gibt häufig auch Institutionen, die bestimmte Interessensgruppen stärken. Zum Beispiel hier, unser Bildungssystem stärkt hier die Intellektuellen. Das hängt wiederum mit bestimmten Gesetzen zusammen. Also zum Beispiel, weil wir Privatschulen haben, erhöht sich die politische Stärke der Intellektuellen. Bei Kirchenschulen erhöht sich die politische Stärke der katholischen Kirche in diesem Falle. Das heißt, ihr müsst schauen, es gibt da Modifikatoren. Über Gesetze und Institutionen kann man auch Interessensgruppen, ich sag mal, managen. Aber natürlich sind die Möglichkeiten begrenzt, weil man wird nicht verhindern, dass man Arbeiter hat, Maschinisten hat, Kapitalisten hat, wird man in der Regel auch nicht verhindern. Was man zum Beispiel machen kann, Soldaten und Offiziere tendieren häufiger zu den Streitkräften. Und wenn man die schwach haben möchte im Land, dann kann man zum Beispiel sagen, dass man vielleicht erstens weniger Bataillone hat, an Armeen hat. Aber man könnte auch sagen, dass man die Militärgehälter kürzt. Das ist eine Möglichkeit. Dann sind die ärmer und werden nicht politisch aktiv. Also über diese Wege könnt ihr ein bisschen was tun. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, sehr krass einzugreifen. Und zwar kann man bei den einzelnen Interessensgruppen hier auf Unterdrücken oder Stärken gehen. Das heißt, dort greift man als Staat gewissermaßen direkt ein. Allerdings, ganz wichtig, das kostet verdammt viel Autorität. Autorität ist hier eine Währung, die man aber auch nicht ansparen kann, sondern nur quasi haben oder nicht haben kann. Und hier zum Beispiel stärke ich die Intellektuelle mit 200. So, ich könnte also jetzt nichts mehr stärken. Aber das ist doch ein Effekt, der ziemlich stark wirkt auf den Zuspruch der Interessensgruppe. Also da könnt ihr eingreifen. Ihr könnt auch unterdrücken, das heißt, ihr könnt auch welche schwächen. Allerdings dürft ihr niemanden unterdrücken, der Teil der aktuellen Regierung ist. Das geht nicht. Nur Interessensgruppen in der Opposition könnt ihr unterdrücken, aber ihr braucht auch die 200 Autorität. Und das System ist so angelegt, dass je freiheitlicher eure Regierungsform ist, umso weniger Autorität habt ihr. Also, warte mal, jetzt finde ich den Ort nicht. Also es gibt bestimmte Freiheitsrechte, die diese Autorität einfach reduzieren. Ich glaube hier zum Beispiel, kein offener Dissens plus 200 Autorität, Zensur plus 100, Versammlungsfreiheit plus 50, Meinungsfreiheit gibt überhaupt keine Autorität mehr. Das heißt, je liberaler euer Staat wird, umso weniger Autorität habt ihr zur Verfügung und umso weniger könnt ihr auch die Interessensgruppen selbst aktiv stärken oder unterdrücken. Ein nachvollziehbares System, wie ich finde. Gut, das war mein Überblick über diesen ersten Teil. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Thema, wie man jetzt mit Interessensgruppen die Politik verändert. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.